Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du mich gefunden hast. Darüber freue ich mich wirklich sehr. In diesem Video geht es, wie man hier schon an diesem Signifikator sieht, dem Herz um die Liebe, Liebe. Ja, und ich werde jetzt anhand einer kleinen, kürzeren Legung die Erwartungen, die man jetzt so in den nächsten 2, 3 Monaten haben kann, haben darf, mit den Lenormand-Karten legen zum Thema der Liebe. Ja? Vorab möchte ich noch etwas sagen, was mir eben halt am Herzen liegt, was eben halt auch so die Zeiten betrifft. Ja? Also ich bin ja eine Kartenlegerin, um der es um Entwicklung geht, also um die Selbstverwirklichung geht und um Erkenntnisse geht und eben halt, wo man auch erkennen darf, welchen Anteil habe ich an dieser Liebesgeschichte, sage ich jetzt mal so, ja. Aber was sich in den Karten zeigt, ja, das sind eben halt Tendenzen, Prognosen und Entwicklungen, die kommen können, wenn nichts geändert wird. Das heißt, wenn die Karten, die sich jetzt gleich zum Beispiel hier zeigen werden, wenn man da jetzt eben halt nichts dran dreht und rüttelt, ja, dann kommt es genauso, wie es hier liegt. So ist es halt auch bei den großen Kartenblättern, auch wer schon ein privates Reading bei mir hatte, vielleicht schauen diejenigen eben halt auch hier zu oder noch eben halt bei mir private Readings haben werden. Das ist letztendlich hier keine Werbung, sondern eben halt eine Erklärung dessen, wie ich eben halt vorgehe. Ja? Bedeutet das eben halt, dass es eben halt in den Karten um Tendenzen, Entwicklungen und Prognosen gehen, die kommen können, wenn man eben halt nichts verändert. So wie es liegt, kommt es. Ne? Durch unsere Haltung, Einstellung, Gefühle, Taten und so weiter, ja, sind wir mitverantwortlich, entschuldigt, ob und wann etwas eintritt. Das heißt eben halt, ne, wenn eine Prognose jetzt irgendwie so liegt, ja, wo man eben halt sagt, oh, nö, so möchte ich das jetzt aber nicht, ne? Also da, die Prognose sieht ja jetzt nicht gerade so toll aus, ne? Dann habe ich eben halt die Möglichkeit, mir zu überlegen, der Hinweis der Karten ist eben halt, dass diese Prognosetendenz kommen wird, wenn man halt nichts tut. Und dann kann man sich fragen, was kann ich denn tun? Ja, oder vielleicht halt auch, was kann ich nicht tun? Ja, wie lasse ich es lieber sein? Ja, weil es eben halt darum geht, dass du vielleicht jemand auch bist, der zu viel macht. Ja, also das sind zum Beispiel so ein Beispiel, was ich meine. Ja. Also du bist eben halt da für mitverantwortlich, wie, was, wann, wo halt auch eintritt. Ne? Also eben halt auch so dieses Thema, wann tritt das ein? Ja, es gibt Zeitkarten in den Lenormand-Karten, gar keine Frage. Aber die geistige Welt möchte eben halt nicht, dass du, ich sage immer ganz gerne dieses Beispiel von, dass du dich auf die Couch setzt, ja, dir ein Tässchen Tee trinkst und da ich ja jetzt nun halt weiß, wie alles kommt und wie es sein wird, also dass du eben halt dann für dich nicht in die Entwicklung gehst, ja. Deswegen liegen auch manche Dinge nicht in den Karten drin, die wir nämlich dann gar nicht wissen dürfen, ja, weil da eben halt auch ein großer Anteil von dir enthalten ist, worum es eben halt bei dir geht, was du eben halt, wie gesagt, an der Situation für dich verändern kannst. Nicht am Außen, sondern im Innen. Na? Somit ist es eben halt, somit kann ich eben halt dann auch sagen, dass was in den Karten liegt, nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, es war mir jetzt irgendwie nochmal so wichtig, das zu sagen, sondern, also, na, dass es eben halt im Gegenteil so ist, ja, also dass es, wie ich gerade schon sagte, dass nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern im Gegenteil, durch die Informationen aus den Karten kann man Dinge verändern und zu einem anderen Ergebnis gelangen.
Also die Karten sind also wie so eine Infoquelle, ja, eben halt eine Unterstützung für dich in dieser Situation, in der du dich befindest, ja. Wie gesagt, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, denn letztlich es kann dir kein Kartenblatt eine Entscheidung abnehmen oder sogar die Verantwortung dafür abnehmen, ne? Ich hatte heute diesen Impuls, das irgendwie mitzuteilen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Aber heute hatte ich eben halt so dieses Bedürfnis, das mal mitzuteilen, ja? Okay, genug gesprochen. Loslegen wir. Ich habe, wie gesagt, den Signifikator das Herz rausgelegt, die Liebe, Liebe. Und mit der Legung schauen wir jetzt mal so für die nächsten 2, 3 Monate. Ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video schaust. Ja? Also, was erwartet das Kollektiv? Und das kann ich für alle zutreffen, wo ich gerade das Wort Kollektiv sage. Na, das wisst ihr auch. Bitte reinspüren, ob das eure Situation sein kann. Was erwartet das Kollektiv? Zum Thema Liebe für die nächsten 2 bis 3 Monate. So, das war schon das Anzeichen genug gemischt. Ja, okay. Da haben wir Mond und die Ruten. Das ist so der Haupthinweis in Bezug halt auf das Thema Liebe für die nächsten 2, 3 Monate. Ja, das ist so eine Haupttendenz, wie so ein Grundstein, könnte man sagen, so grundlegend für die kommenden 2, 3 Monate. Ja, und hier habe ich mit dem Mond und den Ruten tiefgründige Gespräche hier liegen, zum einen, ja. Ich sehe aber auch so dieses Gefühl von, ich fühle mich hin und her gerissen. Ja, und zwar auch hin und her gerissen, zeige ich mich, öffne ich mich, spreche ich ein Thema an und gehe ich sozusagen halt auch in Konfrontation, also gehe ich eben halt einen Schritt nach vorne und unternehme eben halt auch etwas, ja. Das ist dir aber hier mit dem Mond ja noch so verborgen. Da sind eben halt auch noch Ängste da. Irgendwo fehlt dir vielleicht halt auch so ein Feedback, ja, vom anderen. Und aber wenn das gegeben ist, ja, dann sehe ich, und das war mein Erstimpuls mit Mond und Ruten, dass es hier tiefgründige Gespräche geben wird. Ja, also auch aufschlussreiche Gespräche. Zusätzlich dazu kommt, da haben wir es schon, wunderbar, die Klarheit in Bezug halt auf eure Verbindung, Beziehung, Ehe, Partnerschaft, ja, Wunschpartnerschaft, ja, dass du da eben halt hier Klarheit erfährst, aber eben halt auch das, was ich jetzt im Vorfeld so schön schon gesagt habe, dass es ihr eben halt auch um Erkenntnisse geht. Ja, Selbsterkenntnisse, ja, wo habe ich nicht genug gesprochen, vielleicht halt auch, wo war ich dazu sehr im Gefühl hin und her gerissen und ja, und war da eben halt irgendwie so ein bisschen so gefangen, ja, und mehr so in meine Triggerpunkte verbunden, ja. Also hier haben wir sozusagen die Zusatzbotschaft zu dem. Da haben wir also hier auf jeden Fall mit den Sternen und hier haben wir die Ruten, also die klärenden Gespräche in Bezug halt eurer Verbindung. Der Ring ist halt auch ganz häufig bei mir, dass jetzt wieder über etwas gesprochen wird, was eben halt hier im Verborgenen liegt. Also der Mond ist immer etwas mystisch, dunkel. Man blickt nicht durch, ja, wenn man so man tappst so durch ein Dunkeln, ja. Und die Sterne sagen jetzt, hey, da gebe ich dir jetzt die Klarheit drüber, ja. Also, dass du eben halt nicht mehr so im Dunkeln tappst, ja. So, die Prognose ist, starten wir mal. Park, Klee, Berg. Ja. Also, daraus ergibt sich aus diesen Gesprächen, die da kommen werden, ja, dass hier etwas für dich ins Außen kommt.
Hier haben wir tatsächlich eine Zeitkarte halt auch dabei, dass etwas schon bald eintritt, ja. Aber mit dem Kleeblatt ist es auf jeden Fall halt auch die Chance, auch mal zu sagen, was dir da so, sozusagen unter den Nägeln brennt. Mit dem Berg, ja, da haben wir eben halt ja auch die Probleme. Und den Frust, der da womöglich die ganze Zeit schon in deinem Inneren rührt, ja. Auf jeden Fall hast du hier jetzt die Chance, womöglich halt auch durch ein Treffen, was hier in Kürze kommt. Und wenn es nicht ein Treffen ist, dann ist es eben halt etwas, was ins Außen kommen will, durch das Gespräch, ja, was sich für dich als Chance dir bietet, ja, um eben halt genau das mit dem Berg, dem Frust, der Probleme, der Blockaden ins Außen zu bringen, ja. Schön ist Gott sei Dank, jetzt habe ich wieder zwei Sachen in einem. Schön ist es und Gott sei Dank. Manchmal mische ich das immer, weil er immer so viel aus mir heraussprudeln will. Diejenigen, die hier schon länger meinen Kanal verfolgen, die wissen das, dass ich auch ganz gerne mal da so einen Knoten in der Zunge habe. So bin ich halt. Ja, schön ist also, dass hier die schwierigere Seite des Berges hier raus aus der kleinen Legung geht, ja, aus der Dreierkombination. Das heißt, ja, und daraus finde ich halt auch hier den Ring wieder mit der Wiederholung. Hier ist ja etwas, wo du schon mal eine Hürde genommen hast, also auch, also dich schon mal getraut hast, dich zu zeigen und dich zu öffnen. Und etwas ins Außen zu bringen, nämlich das, was hier im Verborgenen liegt. Ja? Hier kommen jetzt mehrere, also noch zwei, drei Dreierkarten. Und das sei schon mal gleich gesagt, jede einzelne Reihe ist eine Kombination für sich. Ja? Also falls diejenigen, die vielleicht auch Karten legen, eben halt sagen, ja, aber da liegt doch das und da liegt doch das und so, ne? Nein, hier wird bei dieser Legung so gelesen. Jeweils drei Karten, ja? Okay, also, es entwickelt sich also weiter. Das kommt hier als erstes schon. Jetzt als nächstes kommt dann Schiff, der Sarg mit dem Brief. Ja, also, da sehe ich schon, hier haben wir die Entwicklung liegen, dass eben halt auch durch Gespräche, die da kommen werden, etwas beendet werden darf, ja, in Transformation geht. Es ist schon so, dass hier halt auch immer wieder Belastungen kommen. Ja, der Sarg ist jetzt nun mal nicht gerade eines der positivsten Karten, im Gegenteil. Ja, ich nehme hier halt also auch auf jeden Fall mit dieser Kombination wahr, dass es also immer wieder halt auch zur Stagnation kommt in den Gesprächen. Halt auch hier schriftlich gesehen, ja, weil der Brief ist also meistens schriftlich zu sehen. Ich sehe aber auch, ja, weil es ja auch um diese Tiefgründigkeit geht, dass man hier eine Oberflächlichkeit beendet. Die Entwicklung geht dahin, dass man eine Oberflächlichkeit beendet. Ja? Und das entwickelt sich eben halt daraus, indem man sich hier geöffnet hat. Darin liegt jetzt deine Chance. Ja? Und wenn das ins Außen gekommen ist, ja, was dir auf dem Herzen liegt, ja, was dir Probleme bereitet, dann heißt es aber auch, dass das, was gewesen ist, ja, dann auch beendet werden darf, somit es dann halt auch leichter werden kann, ja. Das sehe ich hier halt auch in dieser Kombination. Ein Auf und Ab will auch beendet werden, ja. Und dann wandelt sich die Kommunikation halt auch zwischen dir und ihm. Oder ihm und ihr, je nachdem, wer hier zuschaut, ja. Dann kommt mir das so vor, dass du nicht mehr so in den Kampf gehen brauchst, in Stress und Ärger gehen brauchst, ja, sondern wie gesagt eher hier so in diese Leichtigkeit kommen kannst, ja. Wie entwickelt sich das weiter? So, deswegen hatte ich extra eine Signifikationskarte, schwieriges Wort, aus einem anderen Deck genommen, weil ich möchte gerne, dass es ein komplettes Kartenblatt ist, wo eben halt genau Herz und Ring mit im Kartenblatt sind, ja.
Das nur mal so als kleine Erklärung dazu. Ja? So, ich schiebe das mal hier nach oben. So, da haben wir Störche, Herz und Schlange. Hier sehe ich eben halt ganz deutlich, und das ist die Entwicklung, geht hier wirklich positiv weiter, denn es kommen hier wirklich Veränderungen in eurer Liebe. Und die Schlange sehe ich jetzt hier nicht in der Tendenz als schwierig oder kompliziert, sondern ich sehe das hier eher als Heilung. Ja, vielleicht wirst du halt auch hier und da auch das Risiko eingehen. Ja, du kennst um deine Geschichte und deswegen halt auch dieses Hin- und Hergerissen-Sein-Gefühl. Ja, und aber dieses Gefühl des Hin- und Hergerissen-Sein möchte geheilt werden und hier möchte Wandlung, Veränderung stattfinden. Ja. Und die Störche sind zwar keine so große Veränderung, sind bei mir die Eulen, aber Störche sind eben halt ja die kleineren Veränderungen. Und hier, wie gesagt, nämlich ganz klar war, dass Veränderung stattfindet, Heilung stattfindet, aber womöglich halt auch noch, dass sich hier und da in, je nachdem, in welcher Situation, wie gesagt, du bist, dass sich aber auch noch was hinziehen kann. Ja, deswegen halt auch kleinere Veränderungen. Also so unter dem Motto, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Ne? Also, dass es eben halt hier durch diese kleinen Veränderungen eben halt hier vorwärts geht und womöglich ist es auch so, dass du diese kleineren Veränderungen womöglich benötigst, ja, weil wenn etwas zu schnell vorangeht, ja, dann kommt man auch ins Stolpern, weil ich sehe, wie gesagt, hier und das, ihr spürt schon, ja, dass die zwei Karten, die so als Haupt, Energie da oben liegen bezüglich der Liebe, ja, sehr wichtig sind, denn das kannst du womöglich dann eben halt gar nicht so sehr verarbeiten, will ich mal sagen, ja. Deswegen sind eben halt hier diese peu à peu Schritte, kleinere Veränderungen, die auf jeden Fall, wie gesagt, auch hier in Heilung kommen, mit dieser Situation eben halt ganz gut. Also ich empfinde die also als gesünder, ne? Jetzt lege ich noch eine vierte Reihe. So, und da haben wir das Buch, die Blumen und der Baum. Hier ist eben halt tatsächlich etwas noch nicht ganz spruchreif mit dem Buch, ja. Und ich habe hier auch noch Geduld liegen. Das passt eben halt auch noch hier zu dieser Reihe, dass sich noch etwas eben halt zieht, ja. Und ich denke, dass hier mit dem Buch und den Blumen es auch zu lernen ist, gewisse Dinge eben halt so anzunehmen, wie sie sind. Ja, dass eben halt es sich noch hinzieht. Ich kenne deine Geschichte nicht, aber ich höre jetzt so einige von euch, die sagen, nee, die erzählt mir hier schon wieder ein was von Geduld und es zieht sich und nee, und will ich nicht. Und das ist, wie gesagt, halt auch in Ordnung. Ne? Deswegen hatte ich nämlich bevor ich ja hier angefangen habe zu legen, ihm halt auch gesagt, ne, du hast da halt auch einen freien Willen. Und du kannst eben, oder du darfst eben halt die Verantwortung für dich übernehmen. Und ich gebe dir aber die Impulse, die Hinweise, die ihm halt hier in den Karten liegen. Hier zieht es sich in der Reihe noch, es gibt aber Veränderungen. Hier habe ich aber tatsächlich noch nicht Spruchreifes liegen und eben halt, dass es tatsächlich noch dauert, ja. Aber die Blumen, die sagen mir, akzeptiere es, nimm es so an, wie es ist, ja. Und das bedeutet eben halt auch, okay, es zieht sich, will ich aber nicht. Steige ich aus. Ja, das meine ich zum Beispiel, das wäre dann deine Verantwortung. Ich sage dir, es zieht sich, es ist noch etwas nicht spruchreif, es dauert noch, ja, du darfst in Geduld gehen und du kannst jetzt damit etwas machen. Ja, also du kannst eben halt sagen, ja, kann ich aber auch verstehen in dieser Situation, ja, in der ich bin, vielleicht brauche ich dir auch noch selber diese Ruhe und diese Geduld und dann darf ich eben halt auch akzeptieren und annehmen.
Vielleicht gelingt dir das noch nicht so ganz, deswegen eben halt auch das Lernen dabei, ja. Oder eben halt du sagst, ich warte hier überhaupt gar nichts mehr ab. Tschüssikowski, so unter dem Motto, ja. Und ich finde jetzt schön, dass ich das vorab gesagt habe und jetzt hier halt auch anhand dieser Legung dir das eben halt auch nochmal nahe bringen kann, wie ich das eben halt meine. Ja, ich finde die Entwicklung hier gesund. Ich finde sie letztlich positiv. Wie du das empfindest, ist eben halt deine Empfindung. Und ich bin auch sehr intuitiv, hellfühlend, ja. Und natürlich lehne ich mich hier ganz stark an die Eingebung der Karten an. Und das ist das, was ich gerade aber schon gesagt habe dazu, ja. Okay, dann schauen wir nochmal eben, was hier unter dem Deck liegt. Wunderbar, da liegt die Sonne, ne? Also sei dir eben halt auch tatsächlich etwas bewusst, ja, eben halt, dass ich da, dass du, dass, ja, etwas akzeptieren darfst, dass es so ist, wie es ist, ja. Ich habe aber hier das Glück drunter liegen, ja. Das ist die höchste Glückskarte hier in den Lenormand-Karten und wie gesagt, die positivste Karte überhaupt. Und eben halt zum Schatten haben wir hier das Licht. Ja. Okay, also spür da für dich eben halt hinein. Ich schau mal mit dem kleinen Liebesorakel für eine Antwort für dich zu dieser Legung. Stück, okay. Bin ja nicht ganz so der Verfechter. Ach, vier Karten, jetzt nehme ich sie halt auch. Von so vielen Karten, aber okay, jetzt nehme ich sie. Ja, super schön. Alles wird gut. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die wahre Liebe. Alles wird gut. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die wahre Liebe. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Spiel nicht mit dem Feuer. Bevor du dir die Finger verbrennst, suche die große Liebe besser woanders. Also hier haben wir schon einen ziemlichen Gegensatz, ne? Hier liegen. Ja, hier ist eben halt auch das Wagnis, das Risiko. Und von daher mit den Karten, die ich jetzt hier habe, kommt mir hier ganz deutlich eben halt auch schon zum Vorschein, ja, des Abwägens, ne? Welches Risiko ist das? Ja, sollst du das Risiko nochmal eingehen? Ja, und ja, bevor du dir die Finger verbrennst, suche die große Liebe besser woanders, ne? Das scheint hier so zweierlei Gruppe zu sein, ja? Schauen wir mal, was jetzt hier noch kommt. Ja, schau an. Sei vorsichtig, dein Liebesglück könnte in Gefahr sein, ja? Das ist aber auch ein guter Hinweis, dass wenn du womöglich hier nicht eine Chance nutzt, ja, es kann ja auch sein, dass du sagst, nee, ich jetzt nochmal über Probleme reden und ich mich da nochmal öffnen, ich habe mich genug geöffnet, ja, könnte da eben halt hier der Hinweis sein, vorsichtig zu sein, ja, weil hier möchte womöglich etwas sehr, mit der Sonne etwas sehr, sehr Positives, sehr Glückhaftes auf dich zukommen. Aber du versperrst es dir dann selber, ja? Genau, was haben wir hier noch? Die Liebe macht alles leicht. Die Liebe macht alles leicht. Ja, das, dem ist so. Da gibt nichts hinzuzufügen. Die Liebe macht alles leicht. Dein Herz kennt die Antworten und schau ihm halt da in deinem Inneren. Was kommen da an Gefühle nach oben? Meistens sind es eben halt die Ängste, die nach oben krabbeln. Ja, und Angst ist nicht unbedingt der beste Begleiter. Und wenn du dann wieder in die Herzenergie gehst, ja, dann kommst du in einen, auf so einer ganz anderen Ebene. Ja, ja, eben halt der Herzebene. Und nicht in Richtung des anderen, sondern eben halt in deine eigene Richtung. Ja. Die Weisheitskarten möchte ich auch noch fragen. Weisheitskarten der Lebensentscheidung. Da lese ich dir aus dem Booklet dann die Beziehungsbotschaft vor.
danke schön. Da haben wir die 34. Beistand. Wie süß. Eine Eisbärin, gehe ich mal davon aus, weil das kleine Eisbärbaby dabei ist, ja. Beistand. Die 34, vielleicht ist das auch eine wichtige Zahl für dich. Die 3 und die 4 oder die 7. Ja, die 7 ist eine sehr spirituelle Zahl. So. Grundbedeutung dieser Karte. Hilfe annehmen, Aufgabenbereiche delegieren, aufeinander angewiesen sein. Die Beziehungsbotschaft, eine gesunde Beziehung lebt davon, dass zwei Menschen aneinander bedürfen und sich gegenseitig unterstützen. Wichtig ist dabei aber zu erkennen, dass du die anderen ebenso brauchst, wie sie dich brauchen. Du musst bereit sein, dir von anderen helfen zu lassen, ebenso wie du für sie da bist. Es geht jetzt darum, dich verletzlich zu zeigen, deine Bedürfnisse klar zu benennen und den Wunsch auszusprechen, sie erfüllt zu sehen. Habe Vertrauen, dann werden dir Wohlwollen und Liebe begegnen. Erwarte von anderen aber nicht, dass sie deine Gedanken lesen. Bitte, und dir wird gegeben. Also da finde ich die komplette Legung hier wieder, ja. Also hier heißt es eben halt, öffne dich, ja, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Und der andere kann nicht wissen, was in deinem Inneren ist, ja. Also rede über deine Bedürfnisse, deine Wünsche, ja, deine Vorstellungen, die du hast in Bezug auf eure Liebe, auf eure Verbindung, ja. Und wie gesagt, das nehme ich eben halt hier ganz deutlich wahr. Spule das Video nochmal zurück, wenn du den Text nochmal hören willst. Es passt auf jeden Fall 1:1 zu dieser Karte. Ich schaue nochmal mit dem Tarot. Hier hat sich, glaube ich, eine schon umgedreht. Was jetzt hilfreich noch für dich ist, ja? Was ist eben halt hier für dich hilfreich in dieser Liebeslegung? Ja, das passt hier mal gar nicht. So wie ich das hier vorhab. Nee. Noch einmal. Ah, jetzt. Oder auch nicht. So, was ist jetzt hilfreich für dich in dieser Situation? Was ist hilfreich für dich? Was unterstützt dich jetzt? Da ist sie schon. Ja, schau an. Das Ass der Kelche, das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ist die Kelche symbolisieren die Gefühle. Das ist die erste Karte aus der Reihe der Emotionen, der Kelche. Und die Asse verkörpern immer Chancen, die sich dir im Außen eben halt auch bieten. Die Chance kommt von außen. Und hier haben wir eben halt die Gefühle. Und das passt ja eben halt wunderbar eben halt zu dieser Liebeslegung. Also nutz deine Chance. Und also das Herz, die Herzenergie, die Gefühle sind dein Barometer, ja. Und wie gesagt, was sind das für Ängste? Ist das wirklich in die Richtung des anderen oder sind es deine Ängste aus der Vergangenheit, die du hast? Ja, das darfst du dich eben halt fragen. Und hier kommt es mir halt auch rüber noch so, lass es fließen, ja. Lass es fließen. Und ich nehme hier auch mit diesem... Ja, das ist ja fast wie so ein Gral, ne? Eben halt auch wahr, dass das Ganze hier göttlich geführt ist. Hier haben wir eben halt auch so die Friedenstaube. Und das heißt eben halt auch hier mit dem Ruten gehe ich in Streit, in Ärger, Verdruss und so mit harten Worten um. Ja, hier haben wir auch nochmal die Diplomatie eben halt mit dem Blumen liegen. Und das unterstützt dich auf jeden Fall, ja, diese Chance erstmal zu nutzen. Und dann kannst du immer wieder, neu entscheiden, ne? Selbst wenn du heute was gesagt hast, ja, das kannst du morgen wieder revidieren, weil du gespürt hast, nee, das war die komplett verkehrte Entscheidung, die ich da getroffen habe. Nichts, wie ich vorhin schon sagte, ist in Stein gemeißelt, ja. So sehe ich das. Das unterstützt dich dabei, ja. Okay, ich hoffe, dass ich hier dir mit dieser kleinen Legung
unterstützen konnte, dass ich dir da helfen konnte, dass ich dir Impulse geben konnte. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, die Tina.